So, gut. Dann gehen wir mal in Richtung Obstfarm. So, die Hippies brauchen wir hier nicht gerade. Und dann gehen wir mal an den Greatwood-Eingang. Ihr werdet also da unten auf der Obstfarm arbeiten, stimmt's? Ich wusste, das ist eure wahre Berufung. Ich sag euch was. Ich übernehme die andere Seite dieses Quests und zeige euch, wie man bessere Freunde wählt. Ich hoffe, ihr habt fleißig geübt. Ihr werdet alle Erfahrung brauchen, um mich zu besiegen. Das denke ich nicht. Mach's gut. Bis gleich. So. Gut, wie ihr jetzt hier seht, die Händler werden angegriffen. Ich werde jetzt allerdings die Wespen töten, wegen der Erfahrung. So, da das aber eine gute Tat ist, werde ich danach auch den Händler umbringen. Und er ist tot. So. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich werde die guten Taten machen, die Händler beschützen und danach bringe ich sie um. Stirb einfach. So, da werden wir richtig schön böse. Das ist schon mal gut. Na, stehst du nochmal auf? Na, dann gib mir deine Erfahrung. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hinter. Ach komm, dann töten wir diese eine Wespe da noch, die ich da sehe. Oh nein, daneben. Zack. Oh, Wespen töten bringt trotzdem gut. Naja, ist auch egal. Wir machen, denke ich mal, genug Schlechte. So, Gesundheitstrank, Willenskrafttrank. Und eine Schatztruhe. Willenskraftmeister-Elixier. Das ist gut, das werden wir direkt nehmen. Inventar. Gegenstände, Tränke. So, und dadurch erhöhen wir dann nämlich auch unser Mana. So, und jetzt gehen wir mal in Richtung Obstfarm. Oh nein. So, warum gibt es eine gute Tat, wenn ich die Wespen töte? Verstehe ich nicht. Also ich bekomme nur 10 Punkte, wenn ich so ein paar Händler töte, bekomme ich immer minus 10 quasi. Von daher, ein Punkt, einen guten Punkt für eine Wespe, 10 für einen Händler. Ja. Lust auf ein bisschen Gewalt? Oh ja. Yeah. Der Bauernhof liegt direkt hinter diesem Tor. Mobs hier wird es gleich in die Luft jagen. Okay. Wir sind hinter ein paar Kisten her, die der Bauer in seiner Scheune aufbewahrt. Keine Ahnung, was drin ist, ist mir auch Schnuppe. Wir werden bezahlt, einen Job zu erledigen. Stellt keine Fragen. Werde ich nicht tun. Bringt uns zu den Kisten, dann schnappen wir sie uns. Richtig. Alles klar, Mobs? Es kann losgehen. Los, auf geht's. Los. So, führt die Räuber zu den Kisten und steht Schmiere, während sie stehlen. So, 1000 Gold plus, es darf kein Räuber sterben. Ich hol die Kiste. Und da unten sind schon die ersten Wachen. Kommt her! Hört auf, die Händler zu schlagen. Wo ist denn der andere? Achso, ich habe vergessen, dem zu sagen, dass er uns folgen soll. Werde ich jetzt noch schnell tun. Du, Folge mir. Folge mir. So, jetzt folgt er uns auch. Wachen sind keine mehr anzutreffen. Also gehen wir mal in die Scheune. Ich hol die Kiste. Es darf kein Dieb sterben. Ich bin dabei. So, und jetzt tragen wir die jede einzelne Kiste hier hinter. Aber gut, zwischendurch kommen dann immer wieder ein paar Diebe und so, aber das macht ja nichts. Ein paar Diebe, ein paar Wächter. Und, jo. Oh, da hinten kommen schon wieder Wächter. Geht voran.
Folgst du uns auch? Folge mir. Los, die Wächter kommen. So, sind die schon mal angeschwächt. Hab's an. Tod allem! Hat schon schlimmere. Tod allem! Stirb. Und du auch. So, und er hat noch was dabei gehabt. Und was? 10 Gold. Na, na. Auf geht's! Los, nimm jetzt hier noch so eine Kiste. Ich brauche Hilfe. Ja, wir können so eine Kiste nicht nehmen. Und er trägt sie auch jedes Mal alleine da hoch. Sorry. Ja, zu einem bösen Spiel muss man auch ruhig mal rülpsen können. So, die nächsten Wächter kommen. Dann warten wir mal auf sie. Da sind sie auch schon. Tja. So, alle ein bisschen angeschwächt. Oh, warum geht denn jetzt mal das Folge Ding? Mir. Folge mir. Bewegung. Oh, schön ausgewischt. Oh, du dumme Sau. Direkt hinter euch. So, los! Die letzte Kiste wartet auf uns. So, mein Apfel essen. Wieder voller AP. Und die letzte Kiste. Ja, normalerweise in der anderen Quest steht er dann quasi auch hier und tut zusammen mit dem... Die Kiste gehört mir! Ja, nimm sie doch. Tut er quasi dann einfach nur so ein paar Räuberwellen aufhalten. Ja, also jetzt nichts großartig Unterschiedliches. Gut, er trägt es ja da hoch. Du da. Folge mir! Achso, die kommen jetzt gar nicht mehr. Tricks gelernt. Das wissen wir. Ja, da seid ihr nicht der Einzige. Schauen wir mal, was du so kannst. Abschlussbewegungen gelernt, denn nur so könnt ihr an mich herankommen. Genau. Los, versucht mich mit einer Abschlussbewegung zu treffen. Aha, ihr schafft das also. Ich besiege euch aber trotzdem. Schauen wir mal. Ah, daneben. Ja, wir treffen sie natürlich auch so. Aua. Das war jetzt nicht nötig, dass du mich da geschlagen hast. Ah, weicht sie der Abschlussbewegung aus. Bats, und da haben wir sie schon besiegt. Ihr habt mich geschlagen. Richtig. Dann gehört dieser Quest wohl euch. Auch das. Aber irgendwann ist das Glück dahin, Bauerntölpel. Wir sehen uns wieder. Und ich werde bereit sein. Ich auch, glaub mir. So gut. Bitte, lasst uns gehen. Ihr habt doch die Kisten, mehr gibt es hier nicht. Lasst uns einfach in Ruhe. Nein. Gut, wir haben Vispers Brosche bekommen, eine neue Trophäe. 1000 Gold plus die extra Gold und ja. Es wird gespeichert. Kann ihr ich jetzt... habt den Status unbesungen erreicht. Such in der Gilde nach weiteren Quests. Okay, geht nicht. Schade. Gut, muss mich gerade mal zurechtfinden. Da ist die Scheune. Ich könnte mich jetzt zurück teleportieren. Ich werde jetzt aber hier langlaufen. Noch ein paar Händler töten, weil wir können gerade mal gucken, wie ist denn unser Heldenstatus. Oh ja, das sieht gut aus. Wir werden langsam böse. So, ne, vorher töten wir hier noch ein paar Leute und machen ein bisschen Erfahrung und töten noch ein paar Händler. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Die habe ich, hab ich ja gar nicht gesehen. Ne?
Ja, je höher unser Kampfmultiplikator, desto mehr Erfahrung bekommen wir. Ach, keine Händler. Schade. Alle getötet. Na ja, gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir hier noch ein paar töten. So, ja, da sind nur die zwei. Ich weiß nicht, ob wir... Die braucht man für eine Quest. Ich bräuchte sie jetzt nicht mehr. Ich weiß noch nicht, wir werden die Quest wahrscheinlich nicht machen. Da wir genug Gold haben, werden wir jetzt erstmal den Hühnerschreck-Titel ablegen und werden uns Avatar nennen. Ja, den Rest finde ich doof. Danke. Und da sind wir auch schon in der Heldengilde. Und wir gucken direkt mal weiter skillen, skillen, skillen. Ich werde mich oft skillen, viel skillen. Körperbau kaufen. Gesundheit kaufen. Wie viel haben wir noch? Können wir da auch noch Zähigkeit kaufen? Jawohl. So. Jo, dann gucken wir doch mal. Wir haben die Händler-Eskorte. Die werde ich zuerst machen. Und wir machen natürlich wieder eine Großtat dazu, weil dann gibt es ja mehr Geld. So, und zwar werden wir die Händler beschützen. Also es wird kein Händler sterben. Und wir werden noch... Na, komm schon. Hier kurz angeben. Wenn ihr immer mit derselben Trophäe angebt, bringt das nichts mehr. Wir werden jetzt Whispers Brosche benutzen. Sie hat es noch nicht gesehen. So. Und 45 Bekanntheit. Hallo auch. Junge. Ach, scheiße. Komm her. So, euch lasse ich natürlich am Leben. Wir springen nur Händler um. So, und dann gehen wir mal weiter. Und zwar machen wir jetzt die Händler-Eskorte. Dann müssen wir jetzt erstmal ein Stück laufen. Und dann müssen wir quasi einfach nur zwei Händler beschützen und sie durch diesen einen Wald da führen. Oh mein Gott, größere Wespen. So, was war denn hier unten? Ach, hier war nur das. Okay, dann weiter geht's. Freu dich nicht zu früh, Händler. Du wirst schon noch sterben. So, ja. Jetzt können wir den Wald verlassen. Oder diese Karte hier. Da kommen wir erstmal einen Apfel. Wir haben ja genug. So, ich weiß gar nicht, was hier oben ist. Oh, ein silberner Schlüssel. Cool. Hier bin ich auch in meinem guten LP in die Hut gelaufen, muss ich zugeben. Junge, was steht hier? Brücke unpassierbar. Doch, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Da ist ein Dieb. Da war der Todesstoß. Wir bekommen trotzdem gute Punkte dafür, das nervt mich. So, hier brauchen wir 5 Silberschlüssel für. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. 2 erst, glaube ich.
Vespa. Stirb. Doch, ich tue es. Und ich springe schon rum. So. Ich glaube, so werden wir relativ schnell, relativ gut böse. Die